Kennt ihr schon Lederalternativen, zum Beispiel aus Obst? Ich habe neulich ein paar Lederreste vernäht, die ich hier noch da hatte und hatte mich gefragt, welche guten Alternativen für Leder gibt es eigentlich? Der Klassiker ist ja Kunstleder, meistens aus PU. Easy zu verarbeiten, gibt es in vielen Farben und Strukturen, ist aber eben meist erdölbasiert. Dann habe ich hier ein Ananasleder. Fühlt sich ein bisschen an wie ein beschichtetes Filz aus 72% Ananasblättern. Das hier ist Apfelleder, sehr dünn und etwas weicher und glatter als Snap-Hap aus 40% Apfel. Das hier ist ein Kaktusleder. Genaue Zusammensetzung habe ich leider nicht gefunden, aber von der Art absolut vergleichbar mit dem klassischen Kunstleder, nur eben etwas dicker, würde ich sagen. Und dann gibt es noch Lederfaserstoffe, die meistens aus Lederabfällen aus der Lederindustrie und Latex gemacht werden. Diese hier sind sehr dünn, es gibt aber auch noch das klassische, dickere Rehleder. Was davon findet ihr spannend und was davon habt ihr vielleicht auch sogar schon mal verarbeitet? Schreibt es in die Kommentare.